Servus, liebe Piratenfreunde, hier ist wieder euer Mike von GameTestical HD zurück in der Karibik. Ich konnte jetzt ungefähr eine Woche nicht zocken, nicht mal offline, deswegen hat sich hier auch nicht allzu viel verändert, nämlich gar nichts. Denn es gibt ja hier die Seeblockade, wenn ihr den letzten Part geguckt habt, dann wisst ihr das. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal in der Story weiter. Ich markiere das hier mal eben. Und dann geht's auch schon los, ich bin gespannt, was auf uns wartet. Ich habe hier absolut keine Ahnung, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Der letzte Part, der war schon recht dramatisch. Und dann gucken wir mal, was hier auf uns zukommt. Wir sind jetzt ungefähr bei 62%. Da kommt halt noch ein bisschen auf uns zu. Und ich freue mich einfach drauf. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Pulververschwörung. Starten. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Ei. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Das wird ein witziges Vorhaben. Wenn man das nur mal sagen darf. Ja, dann würde ich mal sagen, klauen wir hier ein paar Pulverfässer. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, welches als nächstes dran ist. Aber hier unten, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Müssen wir wohl leicht in den Untergrund. Oh, oh. Müssen wir mal ein bisschen improvisieren. Mit dem Berserker-Pfeil anschmeißen. Mit einer Attentatserie. Was ist denn eine Attentatserie? Ich habe keine Ahnung, was eine Attentatserie ist, Freunde. Ich muss mal eben gucken. Blasrohr gegen Wachen einsetzen. Ich muss Munition plündern, denn nur so komme ich an die Sachen hoffentlich eventuell ran. Ja, Schlafpfeile sind auch gut. Nicht optimal, weil ich lieber mit Berserkerpfeilen spiele. Aber man... okay, der hatte gar nichts. Ui. Ja, komm. Mach deine Kollegenwache hier mal wach. What's wrong, Brent? Jo. Du es halt nicht. Ja, greif mich doch an. Ja, zack. Und zack. Leg dich schlafen. Alles wird gut. Alles wird gut, mein Freund. Okay, Pistolenkugeln sind halt auch gut, aber nicht perfekt. Alles im Untergrund vor allem. Auch das dauert ja gar nicht lange. Bis man hier so ein Fass intus hat. Eins haben wir. Fehlen noch drei. Machen wir es uns mal einfach ein bisschen einfach hier. Das war auch nicht perfekt. Ich weiß nicht, wie ich die Attentatserie machen soll.
Kann hier zwar die ganzen Pfeile und alles benutzen, wenn ich mal welche finden würde, wir. Aber ansonsten sieht das doch recht mau aus. Dann leg du dich mal schlafen. Mit dir haben wir ja gar nicht geredet, ne? Ja, red mal alleine da weiter. Alles wird gut. Alles wird gut, mein Freund. Okay, steht zwar niederschlagen, aber... Das Spiel hat zwar manchmal seine Macken. Wissen wir ja mittlerweile. Brauchen wir nicht mehr drüber streiten. Dass das Spiel hier zwischendurch mal so ein paar Aussätze hat. Oh ja, bleib mal stehen. Ist nicht weiter schlimm. Ach. Kommt er jetzt? Ja. Ui. Ja, nicht. Komm, schnell ausbeuten, dann können wir nämlich den nächsten hier. Mich würde nicht wundern, wenn er uns da hinten entzieht. Aber anscheinend tut er es nicht. Also ein nach dem anderen, ich raub die immer aus, weil ich einfach die Pfeile will. Aber irgendwie klappt das hier nicht. So ganz, wie ich mir das erhoffe. Na egal, nehmen wir hier schön die Fässer mit. Ach toll, jetzt hat uns doch einer gesehen. Komm, 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 komm. Bitte, bitte. Nein! Ich dachte, die sehen uns nicht. Hier muss ich hin. Hier, schnell, Freunde. Hallo. Warum sind das nur zwei? Ah, ich kann ihn nicht mal anheuern. Ich muss weg. Oder vielleicht kämpfen ja von alleine. Vielleicht habe ich ja Glück. Also sie kämpfen auf jeden Fall. Ja, komm hier. Komm, Boot, 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 Boot. Na, der ist ja... Der war richtig aktiv hier im Kampf. Also... Ob das jetzt so eine Verstärkung für die Gegner war? Ich dachte, da kann man rein, was so eine komische Farbe hat. Kann man aber nicht. Drum müssen wir außen rumlaufen. Ja, macht doch noch mehr Wachen. Nein! Oh. Ich dachte schon, ich würde da runterspringen. Irgendwie so ein kleiner Tümpel. Ob da jetzt irgendwas komisches drin ist. Like Krokodil oder sonst was. Weiß ich leider nicht. Aber ich habe auch wenig Lust, es auszuprobieren. Nein! Ich muss weg. So, wo klettern die denn hier zu mir? Nee, Alarm wird nicht gemacht. Es gibt keinen Alarm. Für euch alle keinen Alarm. Mit bisschen Button smashen hier muss auch mal sein. Einer nach der anderen Wache wird hier ausgeschalten. Warum der auch. Warum auch immer er manchmal pausiert. Ja, ein Schlag, ich bin fast tot. Warum auch nicht? Verschieß ihn, jawohl.
eine Wache weniger. Das müssen wir denn mal eben anders machen. Was du kannst, kann ich nämlich schon lange. Geh ins Bein schießen, weil es nicht die feine englische Art. Aber, ja, hat mich einfach angepisst. Inklusive hier sein dicker Kollege. Der aber auch Pfeile haben müsste, theoretisch. Zumindest hatten die im Untergrund ja Pfeile. Und... nein, natürlich nicht. Wuhu, ich krieg die Sidequest nicht voll. Na, was soll's. Schnappen wir erstmal hier die Fässer, weil ich glaube, das dauert noch lange genug. Die Mission. Ich will zwar nicht wieder so einen langen Part wie die letzten Male haben, aber... ich will auch nicht irgendwas in der Mission abbrechen müssen. Weil dafür bin ich nicht der Typ. Wie viele Gegner stehen denn da auf einen Fleck? Müssen wir hier irgendwie ein bisschen außen rum. Hold you. Ja, sehen Sie mich alle, warum auch nicht? Ich hoffe, die Einwachen da haben sich wenigstens hier auseinandergenommen. Werden wir sofort sehen. Ja. Oh, war ja. Ich habe leider keine Pfeile, womit ich hier weiter arbeiten könnte. Tack. Bleib mal liegen. Ist besser für dich. Viel mehr gesünder. So, einmal die Kamera hier missbrauchen. Leg dich mal schlafen, das ist am schnellsten für mich. Na, ein Pfeil fehlt uns. Boah, das gibt's doch nicht. Ja. Vielfach mit einer Attentatsserie töten. Weil ich keine Ahnung habe, wie das geht, gibt's auch nur gefällt mir. Und eigentlich hätte ich nur mit schon okay bewertet, aber... naja. Ich hatte halt... keine Pfeile. Die ausrangiert... der ausrangierte Kommandor. Ja, häng mal ein bisschen ab. Bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Das nimmt richtig Fahrt auf das Spiel. Das ist unglaublich. Das macht das Ganze nochmal... sehr viel besser. Wollen wir einen Kurier fangen? Komm, wir fangen den mal. Können ihn zwar ins Bein schießen oder sonst was. Dieser Mann, er ist Pirat. Er ist der Pirat. Jo! Bitte verschont mich, Master Edward. Bitte nicht. Was? Warum kam der Kurier nicht vorher, Mann? Alle Pfeile wieder voll, das ist doch echt ein Witz. Das ist doch schlecht. Na los, Jungs, ihr trödelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Kommodor befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat.
Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Kommodors. Ist das klar? Aye, Sir! Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodor die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Was für ein Feigling. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Was für ein Feigling. Wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Oh, da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Wie viele Wachen hier rumstehen, ne? Das ist so schrecklich. Nein! Ach man, warum nimmt er denn auch nicht beide ins Visier, der Affenkopf? Kann ich wenigstens bei dem Wachen oder mal wieder von Anfang an? Und du musst jetzt hier leiden. Ey, das war eine Ampelzone. Boah, ist das schlecht. Ist das schlecht. Ja toll, jetzt vergesse ich wahrscheinlich auch die Ampel. Ach Quatsch, die Schatzkarte einzusammeln, aber das mache ich ja eh offscreen. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Oh, da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu. Schon wieder. Na, immerhin hat es diesmal besser geklappt. Aber es waren noch ganz andere Wachen, sehe ich gerade. Das waren gar nicht die von gerade. Ich überlege gerade, wie ich hier am besten weiterkomme. Haben wir gut gelöst. Ich hörte, wie der Commodore können wir so mitnehmen. Ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden denn so? Still, Mann! Du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf dich ziehen. Der ist irgendwie komisch. Na, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Commodore. Ein sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Toll. Einen konnten wir jetzt angreifen, außer Ampelzone. Ja, komm, du hast richtig gehört. Komm her! Nicht gut. Jetzt muss ich fast husten. Nee. Muss ich mir jetzt richtig verkneifen. Einen Moment. Ich hoffe, das geht jetzt weiter ohne Probleme mit der Aufnahme. Ah, oh, richtiges Kratzen meins. Ich glaube, ich sollte gleich mal was trinken. Na komm, die letzte Wache, denn haben wir hier die optionale Quest sogar geschafft. Zack, da liegt sie. Jawohl. Sehr schön.
Da müssen die jetzt hin. Okay. Du leg dich mal schlafen. Wie soll ich da denn hinterher? Einfach alle schlafen liegen, ist scheißegal. Und zack, schnell hier hinterher rennen. Bloß nichts Unüberlegtes jetzt machen. Und den Kommandore per Luftattentat jetzt sicher. Ja, sicher. Mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme ohne Probleme. Zack. Also hinkommen tun wir schon mal ohne Probleme. Die Frage ist, wie es gleich weitergeht, wenn wir da sind. Irgendwie müssen wir hochkommen hier auf das Monster. Anders kann man es ja gar nicht mehr nennen. Warum kann ich da denn nicht hoch? Denkt an unsere Mission, Männer. Wir Nein! Ach, Edward, mach keinen Scheiß! Irgendwie muss ich doch da hochkommen, ohne dass ich entdeckt werde. Oder sehe ich das falsch? Ich denke nämlich nicht. So, sind wir hier schon mal hochgekommen. Geht's da weiter? Kann ich nicht einsehen. Nee. Okay, hier sind wir schon mal falsch. Ah, Mensch. Ah, von da. Lässt er sich jetzt auf Seil fallen oder nicht? Ja. Gibt ja Momente, da ist das eher fraglich. Na? Wissen wir ja. Fum, 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 fum. Da ist das Ziel. Ob wir da auch hinkommen oder so rankommen. Nein, wir können ja hier einfach den Seil entlang laufen, was jeder normale Mensch auch tut. Gar kein Problem. Könnten wir auf das Ziel warten oder versuchen, noch mal ein Stück entgegenzukommen? Ja, das wird ein schöner Sprung. Schauen wir auch schön in die Richtung. Und es war klar, dass wir daneben springen. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Commodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers... Ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Oh. Euch alle. Sehr gut. Ja, das Spiel meinte ich, muss halt daneben springen, ne? Warum auch nicht? Was ist los? Ja, ist klar. Wuhu!
So, schwimmen wir mal eben ans Land und dann gucken wir mal, was ansteht. Kommt doch hinterher. Nee, nee, nee. Will keiner? Okay, dann nehmen wir. Es will keiner hinterherkommen. Dann bleib doch halt an Bord. Vergammelt da hinten. Ist mir auch gleich. Schauen wir mal eben. Das Feuerschiff. 413 Meter und Edward Feder nicht rauf. Am einfachsten wäre immer noch, wenn hier irgendwie so ein Boot gewesen wäre, wären wir zu unserem Schiff. Und dann hätten wir da nur ein paar Meter laufen müssen. So dürfen wir uns jetzt quer durch die Stadt schlagen. Einige Gameplay-Bugs mitnehmen. Wahrscheinlich. Aber ich bin ja immer mal wieder positiv eingestellt und dann hoffe ich einfach, dass das hier klappt ohne Probleme. Sind ja auch nur noch knapp 200 Meter. 210. Und dann haben wir das Ziel gleich erreicht und so langsam knallt die Sonne hier und das brennt voll in meinen Augen. Ich habe irgendwie nur 3 oder 4 Stunden geschlafen. Ist nicht so gut, sage ich euch, Freunde. Mir ist nicht so gut. So, jetzt sind wir sofort da. Wird ja auch Zeit. Sind gleich da. Ne, bleiben wir hier. Alles andere kostet nur Zeit. Da ein bisschen drüber springen und alles. Braucht man nicht. Da sind wir auch schon. Das Feuerschiff. Der Kommodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um nur Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Was war das für ein Riesenschiff? Entschuldigung. Habt ihr das gesehen, Mann? Alter, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist ja ein Panzer der Meere, Mann. Keine normale Galeone, kein Kriegsschiff. Zumindest sah es von hinten so aus, keine Ahnung. Wie es von der Seite aussieht. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, denn es ist einfach viel zu groß. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Schiffe mit dem Mörser versinken. Ein Schiff mit Hilfe von Fässern versinken. Wie viel Mörser haben wir denn? Oh! Wunderprächtig. Setzt jeden Zoll Segel! Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Perfekt, Position! Krass. Ich wollte gerade sagen, kommen die jetzt hier mit Mörsern an? Hätte ich mir nicht vorstellen können. Feindliches Feuer! Feuer! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Doch. Vorbei! Sind die Haken fest! Jetzt kommen die tatsächlich mit Mörsern an. Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Ach, was ist denn los? Ja, rammen wir die halt weg. Mein Gott. Rammen wir die halt weg, ist ja auch nicht weiter tragisch. Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Die Gegner feuert! Ein! Nehmt ihr an auf den Wind! Los hier! Rollt die Topsäge, das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Wir stehen am Tor zur Hölle! So. Ich glaube, ich war zu lange nicht mehr auf dem Schiff aktiv. Ja, wir geben ja hier wieder ein bisschen Gas. Oder auch nicht. Verlangsame mich einfach mal. Mist,
Der Winkel steckt noch nicht. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Oh, hier liegt zu viel rum, was ich gerne einsammeln würde. Ein gut platzierter Schuss. Feuer! Sie geht gleich unter. Feuer! Wir kommen da gar nicht hinterher. Sie stehen am Tor. Mal richtig ätzend. Ihre Schwachstelle. Und die kleinen Schiffe, die sind so wenig. Das ist Feuer! Unglaublich. Nachladen. Der nächste trifft. Guckt euch das an. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier, Gegner! Feuer! Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Oh. Hier wird's ein bisschen. Kriegsschiff Stufe 60. Ja, hau mal rein. Oder ist da unser Kollege auf dem Weg hin? Ich hoffe doch. Das Feuerschiff explodiert bald. Pass auf, Captain! Kleines Kaliber, ja, aber die Reichweite ist gefährlich. Segelreffen, raus auf der Böe! Wir sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Gebt ihnen eine Bluttaufe. Ja, toll. Vieren und Fahrt aufnehmen. Jetzt habe ich hier... Bin ich irgendwie komisch gefahren und zack. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. Setzt Hauptrahmen und Marssegel. Noch mehr von den Hunden, Sir. Ach, der ist da schon reingekracht. Steuerbord, Captain! Da, Feuer! Warum auch immer ich auf einmal Mörser hab. Das Ovia kommt ganz von allein. Das ist noch nicht vorbei. Ein Wrack mehr! Feuer! Feuer! Warum ist auch einmal Mörser? Feuer! So, kriegt der mal eben die Mörser da hinterher gejagt. Daneben? Ist ja schlecht. Ich sag dazu am besten gar nichts mehr. Voll erwischt und die sagen daneben. Na, was soll's. Bevor welche weg bin und die Mission geschafft. Aber, denn die Missionen, die sind halt doch immer ziemlich... Na, schwierig kann man fast sagen, auch wenn ich die 250 Metall da ungern liegen lasse. So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Ja! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Aber wir sind der Blockade gekommen. Ja, ich weiß, ich bin scheiße. Deswegen kriegt ihr auch kein Feedback. Ah, jetzt sag mir nicht, wir sind wieder in Abstergo. Der Hammer fehlt. So sieht das aus. So sieht das aus. Speichern, speichern, ja. Oh shit. Ahoi, Kid. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Dem Edward geht's wohl nicht so gut, wenn man das mal so sagen kann. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Hä? Hier oben am Arsch der Welt. Hauptmission? Steht da nichts, was man machen muss. Ja,
war auf jeden Fall wieder ein richtig cooler Part. Action dabei und ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich fand's witzig. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Parts, Freunde. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.